Hallo, servus Leute, Johannes hier. Heute nochmal ein kurzes Update zu Fiverr und wie es dabei rumgekommen ist. Also der erste Mitarbeiter hat jetzt gut gearbeitet. Ich habe ihm eine Aufgabe gestellt, bei dem er ja Kundenakquise machen sollte, Kaltakquise, und dann eine E-Mail an den Kunden schicken sollte. Für diese zwei Sachen kriegt er dann ein Budget von 25 Cent. Das klingt jetzt nicht viel, aber in dem Fall ist es auch wirklich eine einfache Aufgabe gewesen. Und am Ende des Tages hat er 40 Kunden gefunden für mich, denen allen eine E-Mail geschickt, und jetzt bin ich davon mal gespannt, ob sich jemand von den Kunden melden wird oder auch nicht. Gekostet hat mich das Ganze 10 Euro, und ich habe mir halt einen Arbeitstag gespart. Finde ich auf jeden Fall super. Das nächste ist, ich habe gelernt, ich muss ein bisschen genauer die Arbeitsanweisung geben, und mich selber kostet es schon viel Zeit, die Arbeitsanweisung und so weiter vorzubereiten, und in der Zeit, wo ich da jetzt mal die Arbeitsanweisung aufschreibe und organisiere, hätte ich es vielleicht auch selber machen können. Also man sollte sich dann natürlich auch Jobs suchen, die leicht zu erklären sind und bei denen man dann mit dem Ergebnis schnell zufrieden ist. Weil es ist natürlich doch so, dass wenn die Leute nicht richtig verstehen, was sie machen sollen, irgendein Schmuh rauskommt. Zum Beispiel habe ich ihm jetzt gesagt, er soll eine E-Mail schicken, und er hat halt nur das PDF verschickt, statt den Text, der dabei war. Am Ende des Tages in dem PDF steht der Text drinnen, das ist okay. Aber nichtsdestotrotz wäre es mir lieber gewesen, nicht eine leere E-Mail zu schicken mit nur einem PDF dran. Das macht man nicht. Aber gut, so ist es nun mal. Und ich werde auf jeden Fall für den nächsten Mitarbeiter versuchen, die Arbeitsaufträge ein bisschen genauer zu formulieren und ihm eine bessere Anweisung zu geben, wie er das Ganze zu tun hat. Und hoffe, dass es dann beim nächsten besser läuft. Vielleicht findet er auch mehr Kunden. Und ich mache das jetzt mit 3-4 verschiedenen Leuten. Und wenn die sagen, es läuft, dann kann ich mir aussuchen, welcher von denen mein zukünftiger Mitarbeiter ist, und er kriegt dann die Aufgabe, dass er das halt einfach kontinuierlich macht. Da kriegt er dann jeden Monat sein Geld, und ich habe halt einfach gute neue Kunden. Weißt du, ich habe die Erfahrung mit Fiverr gemacht. Sagt es mir mal in den Kommentaren unten. Würde mich mal interessieren, was ihr selber schon gemacht habt. Und ich verlinke euch auch Fiverr als Login unten. Dann könnt ihr selber Mitglied werden, und wenn ihr den Link benutzt, dann kriege ich auch eine kleine Provision von sogar 100 Euro. Finde ich richtig cool. Also nutzt den Link und schickt den einfach an eure Freunde, dann kriegt ihr selber auch nochmal 100 Euro. Das wäre, unterstützt ihr mich und ihr kriegt selber ein bisschen was, warum nicht, ne? Ja, Fiverr an sich, gute Möglichkeit, um outzusourcen. Bis jetzt positive Erfahrungen gemacht mit dem Ganzen. Hab am Schluss mit PayPal gezahlt, und auch die Preis-Leistung fand ich in Ordnung. Ich habe zwar ein Angebot aufgesetzt für 200 Euro, in dem Sinne, dass halt jemand einen Monat lang für mich arbeitet. Und ja, jetzt schauen wir halt einfach mal, ob das sich sozusagen rentiert, ob das Ganze so bei rumkommt. Und dann kann man auch 200 Euro dafür zahlen, finde ich. Wenn der seine Arbeit gut macht, habe ich kein Problem damit. Genau, in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bleib dran. Ich versuche jeden Tag ein Update hochzuladen. Und gemeinsam erreichen wir die 1000 Abonnenten, und dann geht's in Richtung finanzielle Freiheit. Ciao.